Na, Harald, noch ein Wodka vor der Show? Du dreckiger Weißer! Dafür hätte dich der Zahn nach Sibirien geschickt. Willkommen, meine Damen und Herren, in Ihrem Familiensender zu einer neuen Woche. Wir sind wieder da, nachdem es in den letzten Tagen extrem lustig war auf allen Kanälen. Ist es Zeit, dass es wieder ein bisschen ernster wird? Ja. Was war in den vergangenen Tagen in der Presse los, oder? Heute Abend wird top seriös bei uns die Frage beantwortet, was ist wirklich los mit unserem lieben Freund Harald Juncke? Meine Damen und Herren, ja. Was ist... Das kann so nicht stimmen. Das kann so nicht stimmen. Es war so groß in allen Zeitungen. Unser Freund Harald Juncke, er ist kürzlich wieder hier bei uns zu Gast, ist in eine sehr unangenehme Sache reingeschlittert. Jetzt war so viel zu lesen in der Zeitung. Und das Tolle ist, überall wird Bohai gemacht. So, bei uns erfahren Sie die Wahrheit. Nichts als die angezogene Wahrheit. Ja, denn es schauen uns auch viele Erwachsene zu. Es war so. Es war so. Harald Juncke. Unser Freund Harald Juncke steigt in Frankfurt in eine First-Class-Abteilung der Lufthansa. Nicht billig, aber der Auftraggeber heißt ja Premiere. Sie steigt nüchtern ein, Orangensaft, Tomatensaft, Apfelsaft, ja, so weiter. Nichts getrunken, sagt irgendwann mal, ach, ich bin ja dienstlich unterwegs, gib mir mal das Drehbuch. Lies das Drehbuch, und das ist ein Fehler. Sie wissen, warum 80% der Schauspieler nie ein Drehbuch lesen, wenn Sie das jetzt hören, ja? Am Schluss dieses Drehbuch sagt er nur noch eins, Wodka! Denn das Drehbuch war... vom Sender Premiere und von Hubertus Meyer-Burkhardt, dessen Firma eine tolle Sache mit Harald Juncke machen sollte. Hubertus Meyer-Burkhardt, kennen Sie, auch ein schweres Schicksal, moderiert jetzt die NDR-Talkshow. Ja, und vorher mal eine Talkshow gemacht aus New York, glaube ich 3 oder 4 Folgen für uns Deutsche aus New York. Dann wurde das, um es nicht den Erfolg zu gefährden, eingestellt. Auf jeden Fall, ja, das waren also die Leute, den Juncke. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht, sagt Harald Juncke. Ja. Und sofort natürlich Riesenaufregung in der ARD. Sagt man, nein, nicht mehr mit Juncke. Klarer Fall, die ARD kann sich's leisten, denn es wimmelt dort vor Top-Leuten. Also, sag mal, erstmal nicht mehr mit Juncke. Und der Programmdirektor Dr. Struwe sagt, das war widerwärtig, wie sich Juncke verhalten hat. Weil das hat mich ein bisschen überrascht, dass ein ARD-Programmdirektor neuerdings kein Verständnis dafür mehr aufbringt, wenn im Suff eine Frau betatscht wird. Das, früher war das nachvollziehbarer, weil man selber vielleicht auch mal gerne bei festlichen Anlässen ein Glas getrunken hat. Da scheinen sich die Zeiten zu ändern. Ja, und jetzt ist so, der Wachmann, der von Harald Juncke angeblich böse beleidigt wurde, hat ein Interview gegeben und haben Sie gehört, wie er Harald Juncke ausspricht auf Englisch? Mr. Junkie. Ja. Mr. Junkie sagt, es war alles, er kann sich an nichts erinnern, er versteht kein Deutsch, er hatte 2 Begriffe verstanden, wie Hitler und Lager. Ja, Harald Juncke sagt, das hat er nicht gesagt, Begründung, ich war so besoffen, ich konnte nur noch lallen. Das wird also geklärt werden müssen und liebe Boulevardpresse, damit ihr euch nicht überschlagt vor politisch korrekten Formulierungen. Es heißt nicht farbiger, es heißt nicht schwarzer, es heißt Afroamerikaner. Offiziell. Seht ihr? Ja, farbig ist selber streichen, sehr bunt im Gesicht. Aber es heißt Afroamerikaner. Das ist die ganz offizielle Version. Und jetzt ist natürlich die Frage, sagt Harald Juncke irgendwie bei dieser Hitze, mein Gott, ich kann mich nicht mehr erinnern, sein Sohn Oliver hat ein Protokoll unterschrieben, das er nicht gelesen hat. Hätte er auch nicht machen sollen. Ich glaube, er hat nicht nur noch ein Protokoll unterschrieben, sondern auch 3 Premiere-Abos. Ja. Weil
Das Typische bei Premiere, wenn Sie es haben, wissen Sie, alles ist verschlüsselt. Wenn Sie nicht rechtzeitig zahlen, dann sehen Sie gar nicht genau, was Sie unterschreiben. Und Harald Junke selber dreht jetzt, habe ich gerade heute Nachmittag in der Sendung Blitz gesehen, er dreht jetzt in der neuen DDR, in der Deutschen Dominikanischen Republik. Ja. Und übrigens, das ist mir aufgefallen, Sie wissen ja, im Juli fällt Hongkong wieder an China zurück. Und die Chinesen sagen, liebe Hongkonger, habt keine Angst, wir haben ein super Motto für euch. Es heißt, ein Land, zwei Systeme in Zukunft. Irgendwo haben wir das auch, oder? Ja. Ein Land, zwei Systeme in Hongkong. In Hongkong. Und sehen also, Harald Junke sagt wirklich im Blitz, es tut mir leid. Wie auch schon die letzten 15 Male. Und wenn Sie immer noch nicht durchblicken, noch mal heute das Feuilleton der FAZ lesen. Dort schreibt nämlich Frank Schirmacher, den Sie bisher vielleicht nicht kennen, wenn Sie nicht so für Gameshows interessieren. Harald Junke ist kein Alkoholiker, sondern ein Aristoteliker. Aristoteles, wer kennt ihn nicht? Jeder war schon mal zum Essen. Ja, der Erfinder des Theaters, und zwar Theater, wo noch so aussieht wie Theater. Nicht dieser moderne Quatsch, sondern Bühnenbild, Kostüme. Und Harald Junke spielt seit Jahren dasselbe Stück. Das heißt, ich schütte mich zu, ich baue Mist, tut mir leid. Ja, das steht im Feuilleton der FAZ. Und jetzt kommt das Neue. Aufgepasst, liebe Ossis, liebe Augsburger. Wie heißt euer bester Mann? Brecht. Bert Brecht. Berühmter Augsburger, großer Frauenfreund. Oft Frauen noch mit 10 Dollar unterstützt, jahrelang. Und ja, und der hat den V-Effekt erfunden, weil er gesagt hat, der war Augsburger, ich bin doch nicht blöd, die teuren Kostüme, was soll der Quatsch? Runter damit. Und das ist das, was Junke jetzt in Los Angeles macht. Verstehen Sie? Früher Aristoteles, jetzt Brecht. Noch nicht bewusstlos? Ja, dann habe ich was für Sie, meine Damen und Herren. Wir feiern ein tolles Jubiläum. Brecht Berthold. Ja, Berti. Der war das. Ja, ja. Wir feiern ein tolles Jubiläum. Das Jubiläum. Bitte festhalten, 113 Jahre Füller, meine Damen und Herren, in diesem Jahr. In diesem Tag wird der Füller 113 Jahre alt. Zu meiner Zeit gab es ja in der Schule ganz klare Feindbilder. USA gegen UdSSR oder Adidas gegen Puma und Pelikan gegen GH. Was hatten Sie für einen Füller? Ich hatte GH. Schickt mir keinen. Ich schreibe schon lange nicht mehr mit Füller. Ja? Ich hatte einen GH. Wer hat ihn erfunden, den Füller? Man streitet sich. Manche sagen Rudi Füller, andere Pelikan. Aristoteles war der Mann. Überlegen. Und es gab ja so ganz schlaue in der Schule, oder? Die so im Füller hinten den Spickzettel unterbringen konnten. Stand alles drauf. Und zwar genau das, was da nicht dran kam. Und sie haben vor allem den Füller während der Arbeit nicht mehr aufgekriegt. So winseln vom Nebentisch. Wir selber haben immer so die Kügelchen aus den Patronen rausgebrochen und dann Eishockey gespielt in Physik. Auch in Deutsch, wenn vorne hieß Aristoteles, mach den Füller auf. Langweilig, oder? Braucht man nie mehr. Braucht man nie mehr. Und ein Tipp. Danke. Ein Tipp für Sie. Dieser super coole Mont Blanc Wichtigfüller. Ja? Goldene Spitze, Diamanten am Verschluss. Wirkt nicht mehr ganz so cool, wenn Sie die Jacke aufmachen, den Füller rausholen und in der Jacke steht zum Beispiel Weingarten. Also, das ist eine Riesenfirma. Eine tolle Firma. Ja, aber es ist eine andere Ebene. Es ist mehr V-Effekt statt Aristoteles. Sehen Sie? Ich selber gebe keine Autogramme mehr mit dem Füller, nur noch mit Edding, weil ich hätte, als ich noch mit Füller Autogramme gegeben habe, fast mal mit dieser scharfen Spitze Brustwarzen verletzt.
Wie heißt denn der, der mit Imam verheiratet ist? Jetzt hat er gerade so rote Haare. Sieht aus wie eine von den Grünen. David Bowie. David Bowie ist an die Börse gegangen. Haben Sie gelesen? Ja, stellen Sie sich vor, Sie können jetzt, wenn Sie sagen, wohin mit den Millionen, so eine Art Rentenpapiere von David Bowie kaufen für 7,5%. David Bowie an die Börse, für uns nichts Neues. Bei uns heißt der Mann Manne Krug. Ja. Bitte. Jetzt haben Sie gesehen, die neue Werbung. Gleich bin ich bei dir, mein Schatz. Wer soll das denn sein? Ich meine, am anderen Ende ist Manne Krug, ja? Und dann, oh, es klopft. Toll. Und nicht mehr wie früher, Tür aufmachen. Nein, es klopft im Telefon. Donnerwetter. Diese Aktien können Sie beruhigt kaufen von David Bowie. Es sind so eine Art Rentenpapiere, ich glaube 7,5%. Auch wenn Sie älter sind, es sind nur die Wertpapiere, keine Musik von Bowie drauf. Nein. Sehr, sehr elektronisch, aber sehr, sehr leise. Und ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt diese Papiere von Bowie kaufe, dann bin ich ja praktisch Aktionär, dann bin ich ja Besitzer von David Bowie. Kann ich dann verlangen, dass ich sage, David, komm mal her, ich habe die bezahlt, stell dich mal hier her, ja, und sing mal, es steht ein Pferd auf dem Flur. Müsste doch eigentlich gehen nach dem neuen Aktiengesetz, ja? Oder? Es ist soweit. Neue Meldungen von Deutschlands sympathischsten Sportverein, unsere FC Bayern News, meine Damen und Herren. Gestern, wie gesagt, keine Sendung, aber eine tolle Meldung, Seite 1 der Bild-Zeitung. Und zwar Bayern-Star Thomas Strunz auf die Frage nach seinem Faschingskostüm. Ich verkleide mich als Oliver Kahn. Muss ich sagen. Bisher war es heute Abend heiter, es war beschwingt, es war lustig. Wir sprachen über Aristoteles, über David Bowie. Das sind Sachen, die jeden interessieren. Und jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller und es wird ein bisschen ernsthafter. Vorsicht, Schweinepest geht um in Deutschland. Ja, bitte. Wir haben Rinderwahnsinn. Ja. Wir haben Schweinepest. Und das Neueste, was ich gehört habe heute Mittag, Tofu-Pocken. Man spricht in der Tiermedizin vom schwarzen Tod bei Schweinen, bisher nur bekannt bei Grillpartys. Wirklich, das ist kein Witz. Viele Tiere, viele Schweine sind so krank, ja, dass die Bauern gar keinen Tierarzt mehr holen, sondern gleich den Schweinepriester. Weil, ja. Und das große Problem, und das steht heute in der Zeitung ganz seriös, das große Problem ist der Schweinetourismus. Wie, schon wieder gegen Dominikanische Republik? Nein! Der Schweinetourismus. Das heißt, das normale Schwein, das normale europäische Durchschnittsschwein, das nichts von Aristoteles gehört hat, dem der V-Effekt wurscht ist und das grunzt, wenn es Tofu sieht, ja, hat, bevor es irgendwann mal als Schnitzel oder irgendwas endet, mehr Länder gesehen als der normale europäische Durchschnittsbürger. Stellen wir das vor, weil es so viel hin und her gefahren wird. Ja? Und kein Wunder, Schweinepest, dass unsere Gastronomen reagiert haben. Der Knaller momentan in deutschen Gasthäusern, Nummer 1 der Speisekarte zur Schweinepest, jetzt Kotelett al Pesto. Ach, das war ein langer Weg dahin, meine Damen und Herren. Wenn Sie nicht wissen, wie die Krankheit sich äußert, das sind die Symptome der Schweinepest. Der Karneval hier in Köln ist vorbei. Schade, schade, sagen viele alle. Und das Cum Fum Häze. Das ist wichtig, dass es hier Fum Häze kommt. Das ist Kölsch und heißt vom Herzen für alle, die das vielleicht nicht wissen sollten. Und wir haben fast ein Großereignis, ein technisches Großereignis versäumt im großen Karnevalsrummel. Nämlich ein deutscher Astronaut
hat sich angekoppelt, ich glaube sogar mit Hilfe eines Raumschiffes, an die russische Raumstation Mir. Ja, und wir schalten einmal hoch zu Herrn Ewald. Herr Ewald, oh, das Bild ist relativ gut dafür, dass Sie so weit oben sind. Und wie ist das mit der Schwerkraft? Was machen Sie zurzeit für Experimente in der Raumstation? Guten Abend, Herr Schmidt. Der Oleg hinter mir, der probiert mal aus, wie viel Wodka ein Russe in der Schwerelosigkeit trinken kann. Und ich habe auch ein sehr wichtiges Experiment hier. Das habe ich schon mal vorbereitet. Und zwar Möhren reiben in der Schwerelosigkeit. Ja, scheiße, schwer sowas. Meine Frau kann ruhig mal zugucken, ja. Wir haben noch ein wichtiges Experiment. Und zwar, wir haben uns gefragt, wo wir uns im All in die Eier treten können. Olle, komm mal her. Hey, dabei, dabei. Naja, das ging so. Wir haben noch 178 Tage Zeit, um das zu testen. Damit zurück zur Erde. Unglaublich, oder? Ich glaube, Zeit für mich, meine Damen und Herren, dass ich mal einen Schluck deutsches Wasser trinke in der einzigen Sendung, in der man noch live deutsches Wasser trinkt. Ja. Ich sage ja zu deutschem Wasser. Ich glaube, viele sitzen jetzt in der Deutschen Dominikanischen Republik und sagen, ah, was gebe ich drum, wenn ich deutsches Wasser hätte. Ja, das ist neu. ARD wirft Trinker raus. Das gab es früher nicht. Ja, Entertainer, die betrunken sind. Das ist der Unterschied zwischen Entertainer und Programmchefs. Entertainer ist erst nachmittags betrunken. Ja, das ist so. Und ich war irgendwie irritiert. Ich gehe gestern Abend, komme ich bei mir nach Hause. Ich war ein bisschen Bergwandern in Südtirol. Und ja. Ja, ich bleibe gern zu Hause in der Heimat in Deutschland und ich entschuldige mich für diesen Scherz. Ich war in der Schweiz. Und ich komme nach Hause und da liegen bei mir dicke, alte, betrunkene Frauen mit Farbe im Gesicht. Und ich sage, was ist denn das? Und da denke ich, Mensch, Karneval. Natürlich. Jecke Wiever. Jut Drupp. Riesenstimmung und alles vom Häze. Und es ist so wahnsinnig viel übrig geblieben von diesen Jeckentagen hier in Köln, die immer viel zu schnell vorbeigehen. Und wir haben das für Sie mal, die Kölner Müllabfuhr hat wieder Sensationelles geleistet, um das alles ganz schnell wegzuräumen, den ganzen Müll in den Straßen und auf den Wagen und so weiter. Und hier sind zwei Kölsch-Männer! Irgendwie falsch hier, ne? Helmut, ich dachte, du warst doch gar nicht in Köln über den Karneval. Stimmt. Wo warst du? Ich war beim Freund. Beim Freund? Beim Freund Jim Capaldi in London. Donnerwetter. Das war eigentlich peinlich jetzt. Ne? Wieso? Ja, eigentlich. Wie peinlich? Was ist das für ein Wort? Das kenne ich nicht. Helmut, du als kölsche Jung. So original kölsche Ton vom Hetz. Gut von Hetz. Wollen wir mal reinschauen, was es hier gab? Das wurde gefunden von den Jungs. Einmal hier. 2,5 Liter. Was ist das denn hier? Ah, Milovic Willi, Hüfte rechts. Bisschen hart. Es geht auch anders. Der Kölsche Leber! Und mit dem Zettel, ja, da muss man verstehen, das kommt vom Hetze, auch wenn es Leber ist. Hab's trocken nicht länger ausgehalten. Bitte zurückbringen ins Transplantationszentrum der Uniklinik. Da kann man schon mal verstehen.
Hauptsache, ich komme vom Herzen. Das ist ganz wichtig für unsere japanischen Freunde. Köln ist ja eine wahnsinnig internationale Stadt. Und wenn der Kölner sagt, was ein herrliches Sonnenschein, heißt das ja. Bei diesen Lichtverhältnissen ist ein 200 ASA-Film vollkommen ausreichend. Rein abwärts und rein aufwärts. Fastnacht heißt Blitzlicht erforderlich. Und die wichtigsten Redewendungen, wenn Sie hier als ausländischer Freund Fotos machen, sind: Hier ist das Vögelchen. Genauso wie: Guten Tag, darf ich Sie nackt fotografieren? Und würden Sie bitte einen Schritt zur Seite treten, ich muss brechen. Das hier. Und was haben wir denn hier? Oh! Meine Damen und Herren, ich muss wirklich sagen, wollen wir hoffen, dass der Schlamassel um unseren Freund Harald Juncke bald zu Ende ist. Es geht auch anders, wenn es um Hetze kommt. Auch er war hier beim Kölner Karneval. Ein bisschen Spaß muss sein. Das ist gut. Nochmal. Nochmal. Sie wollen in die Kille. Es kommt vom Hetze. Danke euch. Abmarsch! Der Ton ist mir ein bisschen geblieben über Karneval. Ja? Und ich habe festgestellt, es heißt in vielen Regionen ganz hart: Abmarsch! Bisschen militärisch. Das Hetz ist so wichtig. Ich glaube, ich fange ja bald an, auf Kölsch zu reimen, um richtig rüberzukommen. Echt. Neulich habe ich übrigens was ganz Tolles gesehen. Mainz bleibt Mainz von vor 30 Jahren im ZDF am Rosenmontagvormittag. Und da sang, bitte nicht anrufen, er heißt so, Ernst Neger. Ja, er heißt so. Er heißt so. Und er stand da in seiner großen, er war ja immer so ein Kellermeister, und sang das berühmte Lied, Heile, heile Gänsje, es wird ja wieder gut. Und ich hatte den Text gar nicht mehr so vorrätig. Und dann kam die Stelle, das goldisch Mainz in Schutt und Asch. Es kann ja nichts dafür. Und da, meine Damen und Herren, schäme ich mich nicht zu bekennen, habe ich geweint. Ich habe geweint, weil ich sage, wenn das Aristoteles noch erlebt hätte, vom Herzen, aus goldisch Mainz. Und das ist natürlich auch heute das Thema. Der Fastelovend ist vorbei, meine Damen und Herren. Das Thema der erfolgreichsten Serie aller Zeiten. Die dicken Kinder von Landau. Folge 160. Mama, skündigt mich vom Herzen. Ja. Ich glaube. Unser goldiger Humor, der ja diese kleine Show das ganze Jahr über begleitet, meine Damen und Herren. Trotzdem, Sie wissen, es gibt Standardwitze, die einen immer ein bisschen erschrecken, wenn man sie so in geselliger Runde hört. Wir haben kürzlich darauf hingewiesen und wir möchten diese lockere Reihe fortsetzen. Bitte folgende Witze nicht mehr hören, wenn gewisse Standardsituationen eintreten. Zum Beispiel diese Situation. So, ja, da wollen wir folgenden Spruch bitte nicht mehr hören in Zukunft. Schönheit, gesund bist du ja schon. Ja. Auch diese Situation erfüllt uns manchmal mit Schaudern. In 92% aller Fälle kommt dann folgender Spruch. Wenn du mal quietschen würdest, würdest du auch den ganzen Tag mit einer Ölkanne rumlaufen. Noch ein? Nein. Das kann schon mal passieren, egal ob Sie bei der Gauk-Behörde arbeiten oder in der ARD-Programmdirektion. Ja, bitte verschonen Sie uns in Zukunft dann mit folgendem Witz.
Schmeiß weg. Ach, hast schon. Tanja, Sie ahnen es, meine Damen und Herren. Wir alle hier sind Riesenfans der Lindenstraße, aber mir persönlich ist ein Mann ganz besonders ans Herz gewachsen. Es ist jetzt schon 8 Jahre, glaube ich, her, dass er von einem griechischen Kneipenbesitzer zum Krüppel gefahren wurde. In der Lindenstraße, aber mit Herz. Ja. Aristoteles. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht Jesus. Und hier ist nicht Lot. Aber wenn ich nach rechts schaue, dann muss ich sagen, Katja Epstein hat recht. Wunder gibt es immer wieder. Herzlich willkommen, Ludwig Haas! Ich freue mich sehr, bitte schön. Ich auch. Dankeschön. Mein Gott, werden Lindenstraßenfans sagen, ist es denn die Möglichkeit? Ich habe, glaube ich, einmal eine Folge gesehen der Lindenstraße, da hat Dr. Dressler geträumt und es war sogar, glaube ich, in der Kneipe von Sarikakis, er könnte wieder gehen. Ist das richtig? Daran kann ich mich nicht erinnern. Ja. Keine Weiß Drehbücher lesen, ganz wichtig. Ja. Es ist so lange her. Wenn ich gespielt habe, ist es vergessen. Ist das wirklich? Ist das vergessen? So ist es. Schauen Sie sich die Folgen selber noch mal an? Ja, ich schaue sie mir noch mal an. Immer nur sonntags oder auch eine Wiederholung? Nur sonntags. Ja. Ja. Sie sind so ungemein populär. Ja, ist wahr? Ja, absolut. Das ist Danke. Wirklich. Sie sind meiner Meinung nach momentan der populärste Fernseharzt. In Deutschland. Ja. Danke. Jetzt wissen wir, unsere Zuschauer haben manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, sozusagen den Schauspieler mit der Rolle auseinanderzuhalten. Ja. Werden Sie überwiegend als Dr. Dressler angeredet? Das hat sich geändert. Am Anfang, als wir anfingen zu drehen, wurde ich meistens mit Dr. Dressler angeredet auf der Straße. Aber mittlerweile weiß man, wie ich heiße, Ludwig Haas. So. Ja, und dann sagen die Leute, ja. Tag, Herr Haas. Jetzt sagt man Tag, Herr Haas. Und wollen die von Ihnen medizinische Ratschläge haben? Das kommt schon mal vor. Also vor kurzem sprach mich eine Frau an, eine ältere Dame, und sagte, mein Mann, der soll in der nächsten Zeit delatiert werden. Können Sie mir das raten? Delatiert? Delatiert, ja. Und ich wusste Gott sei Dank, was das war. Also da werden die Herzkranzgefäße erweitert mit einer Ballondilatation. Und da habe ich ihr gesagt, das ist sehr gut, das soll der Mann machen, da ist er schnell wieder gesund. Aber das ist doch fantastisch. Ja, ich glaube, das heißt... Ja. Das ist... Der Placebo-Effekt. Vielleicht auch. Das ist vielleicht viel hilfreicher als ein Arzt, der dann gleich zu Medikamenten greift oder so. Einfach sagt, Dr. Dressler hat das gesagt. Ja. Und dann mache ich das. Und dann lasse ich das machen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Eingriff, der heutzutage medizinisch relativ risikofrei ist. Unser ehemaliger Bundesaußenminister Genscher hat das, glaube ich, mal bekommen. Aha. Ja, ja. Das wird ein Katheter reingeschoben, dann wird das aufgeblasen. Ja, und der Ballon weitet die Herzkranzgefäße. Mhm. So ist es. Sind Sie selbst hypochondrisch veranlagt? Ein bisschen, ja. 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 Also für mich wäre das nichts mit so einem Arztspiel, weil man wird ja doch konfrontiert mit den ganzen Themen. Ne? Ja, also man hat ja immer einen Arzt dabei. Wenn ich ärztliche Handlungen vornehmen muss, habe ich einen Arzt in meiner Nähe. Ja. Und der sagt mir dann, also wie ich die Spritze anzusetzen habe oder wie ich einen Verband hintüdeln muss, nicht wahr? Aber mittlerweile hat man doch eine ganze Menge schon gelernt. Ein großes Thema ist ja Dr. Ludwig Dressler. Der Vorname ist per Zufall derselbe. Zufall, ja. Dr. Ludwig Dressler und die Frauen. Mhm. Oh Gott. Schicksale. Ja. Die erste Frau, tot. Nein. 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 Die erste Frau lebt noch, und zwar in Amerika. Die kam am Anfang, wir haben es noch mal versucht, es klappte nicht, und sie haute wieder ab. Zweite Frau tot. Ermordet, Unfall natürlich. Unfall. Ja. Wer war das? Nosek, der Tennislehrer? Nein. Nein. Der hat aber auch mehrere, der hatte mal was mit Tanja. Der hatte es mit Tanja, ja.
Wie kam die zweite Chance? Die hat es mit jedem. Tanja ist eigentlich das Plätzchen in der... So ist es. Ja, mit wem, wie kam die zweite Frau ums Leben? Die zweite Frau kam ums Leben durch einen Unfall. Ja, durch einen Unfall. Wir sprachen darüber. Und jetzt Tanja, dieses kleine Luder. Hat euch Tanja den Namen Lou aufgebracht? Ich glaube. Ja, also ich glaube, das haben die Drehbuchautoren aufgebracht. Aber sie haben es Tanja auf die Zarten. Aber Tanja, die sagt es zu mir. Aber es ist auch merkwürdigerweise, werde ich im Leben auch oft Lou genannt. Ach so, von Freunden oder so weiter. Von Freunden, Lou. Ja, Lou, kurz und bündig, Lou. Tanja wurde lesbisch in der Ehe. Mhm. Hat sich dann mit einer lesbischen Freundin zusammengetan. Ja. Und um den Unterhalt nicht zu verlieren, ob ihr Pass, Viva, um den Unterhalt nicht zu verlieren, kommt Tanja wieder zurück und heuchelt Liebe vor. So, so ist das. So ist das, Sie und der alte Dressler, der geht ihr wieder auf den Leim. Also das wird eine Weile so gehen. Haben Sie manchmal den Wunsch, als Dr. Dressler wieder laufen zu können in der Rolle? Wäre ja möglich. Man rollt in die Dusche wie Bobby. Ja, es ist ja so. Es ist ja so. Ja. Man dreht ja eine Szene nur 4-5 Minuten. Ja. Und dann stehe ich wieder auf und laufe. Ja. Nicht? Also im Grunde ist es mir egal, ob ich diese Rolle im Rollstuhl spiele oder laufen. Sie besitzen ein fantastisches Anwesen auf Mallorca. Ja. In aller Bescheidenheit. Ja, ganz nett. Ja. Habe ich geerbt von meiner Mutter. Ah, das ist eine schöne Sache. Ja, habe ich geerbt von meiner Mutter. Die war Malerin, lebte seit 1950 auf Mallorca und hat sich dort ein kleines Häuschen gebaut. Und ich habe es etwas dekoriert, weil ich so ein Säulenwahnsinniger bin. Ich liebe Säulen so sehr. Ah. Und da habe ich gesagt, jetzt musst du sehen, wie du da irgendwo Säulen dran bringst. Außen oder innen? Außen. 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 Also nicht mitten ins Zimmer eine Säule. Nein, nein. Nicht mitten. Ja. Nein, das geht nicht. Und, ja, das könnte man auch machen. Ist auch hübsch. Wäre eine Möglichkeit. Also hängt von der Größe des Raumes ab. Ist es denn auf Mallorca für Sie nicht sehr anstrengend? Da wimmelt es doch von deutschen Touristen. Ja, ist anstrengend. Es ist genauso wie hier. Wahrscheinlich erkennen die Sie nicht auf Anhieb, wenn Sie laufen. Ja, doch schon. Ja. Nein. Mann. Die rufen dann, guck mal, da läuft der mit dem Rollstuhl. Tatsächlich, da läuft der mit dem Rollstuhl. Da läuft der mit dem Rollstuhl. Ja, das ist Volksmund. Ne? Ja. Aber ist doch nett. Eigentlich ist es schön. Und es zeigt natürlich auch, dass die Leute die Lindenstraße lieben. Etwas, was mich sehr fasziniert hat, was ich nicht wusste. Ja. Sie sind ein international renommierter Hitlerdarsteller im Film. Ja, ich habe diesen Herrn... Viermal habe ich nachgezeichnet. Sechsmal habe ich ihn schon gespielt. Und eigentlich immer nur in ausländischen Filmen. Ja. Das letzte Mal in einem französischen Film, der hieß Pétain. Pétain war ein General, der kollaboriert hat mit den Deutschen. Und da habe ich den Hitler gespielt. Was ist das für ein Gefühl, wenn man den Führer darstellt? Für einen Schauspieler? Ja, das ist das Gleiche, als wenn man Richard III. Spielen würde oder einen Mephisto. Wirklich? Für einen Schauspieler ist das egal. Ist es nicht so, dass man ein bisschen befremdet ist? Nein, Hauptsache die Gage stimmt. Donnerwetter! Ja, sehr amerikanische Sendung. Ja. Und gehen Sie auch Stämmlöcher rein in die Figur oder war das in diesen ausländischen Produktionen nicht notwendig? Ich habe da natürlich sehr recherchiert, nicht wahr? Aber es ist natürlich für einen Schauspieler sehr interessant, so eine Rolle zu spielen, denn das war ein unheimlich vielschichtiger Mensch, eine vielschichtige Persönlichkeit. Ich habe auch durch diese Recherchen Menschen kennengelernt, zum Beispiel seine Sekretärin, die ihn gut kannte und die mit dem zusammen war bis zu seinem Tod. Und die hat mir viel von ihm erzählt. Und der war auf der einen Seite war ganz sentimental und sehr charmant, auf der anderen Seite war eiskalt und ganz brutal, eine merkwürdige Persönlichkeit. Ja. Aber das hat mir natürlich immer viel Spaß gemacht, das zu spielen und diesen Charakter darzustellen. Ich habe mal gelesen in einem Buch, wo sein Gesundheitszustand analysiert wurde, er soll sich so viel Zucker in die Teetasse gegeben haben, dass kein Tee mehr reinpasste. Das ist wirklich. Ja, und keiner im Umfeld, Schlagsahne. Keiner im Umfeld hat gewagt zu sagen, mein Führer ist ein bisschen viel Zucker. Aus Angst. Ja, die hatten alle Angst. Unvorstellbar. Ja. Alle hatten sie Angst. Für Sie geht es in der Lindenstraße weiter endlos. Ja.
andere Pläne, meine kleine Gastrolle, dies oder jene? Ja, jetzt kommt eine Sendung, Die Wache, da spiele ich die Hauptrolle. Einen Fabrikanten, einen reichen, dekadenten, sehr arroganten, unangenehmen Fabrikanten, der des Mordes verdächtigt wird. Ich glaube, das kommt Mitte März heraus. Und wann können Sie wieder nach Mallorca zur Mandelblüte jetzt? Ich hoffe, ja, die ist bald vorbei. Ja. Ich hoffe vielleicht so in einem Monat, hoffe ich. Wünsche Ihnen guten Flug. Ich bedanke mich. Schönes Wetter. Und ich bin ein großer Fan der Lindenstraße, waren schon viele Kollegen hier. Und bitte Dr. Dressler weiter so und von Tanja nicht unterkriegen lassen. Ich bedanke mich sehr herzlich. Hat mich sehr gefreut. Ich bin der Haas. Alles Gute. Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren, auf meinen nächsten Gast. Lange nicht gesehen, außer im Fernsehen mit ihrer wunderbaren Tiersendung. Natürlich den weiten Weg aus Los Angeles extra zu uns gekommen. Herzlich willkommen, Desiree Nussbusch. Schon fast, wir wiederholen die Konstellation der ersten Sendung. Ja. Ich habe schon überall nach Harald gesucht hinter der Bühne. Aber er ist nicht da? Er ist nicht da. Nein, er dreht. Ich habe ihn gesehen und es geht gut. Ich hoffe wirklich, dass er aus dem ganzen Schlamassel gut rauskommt. Es wäre schade, es hätte mir leid. Ich glaube, da haben so viele jetzt schon was zu gesagt. Da ist besser, man sagt gar nichts mehr zu. Ja, er hat es auch im Griff. Und ganz ruhig, es läuft. Erstmal finde ich toll, dass du überhaupt heute hier bist. Ja, du hast tolle Veranstaltungen abgesagt. Du bist nicht zur goldenen Kamera. Nee, die hatten keine für mich. Nee, das kommt vor. Also das ist ein Irrtümer. Ja, du, das ist. Aber im nächsten Jahr. Mein Vater hat heute Geburtstag. Wirklich? Ja, wenn ich mal kurz... Ja, gerne. Bist du in Katharinerland? In Luxemburg? Ja. Auf Luxemburgerisch? Schöne Bonjour, heben, Pap. Wie gesehen, da ist ein Kerl, kurz für deinen Geburtstag. Das ist Luxemburgerisch? Mhm. Das ist eine schöne Sprache, so ein Mittelding eigentlich aus Französisch schon, ja. Und Deutsch. Ja. Es klingt für mich ein bisschen wie Kölsch rückwärts. Also von der, vom Herz. Vom Herz. Als du gestern angekommen bist, hier auf dem Flughafen und mitten ins Getümmel rein, war das für dich nicht toll nach diesem doch ein bisschen öden L.A.? Hier so die Stimmung. Ja, vor allem mir ist es so gegangen, wie du vorhin erzählt hast. Also ich saß auch im Flugzeug irgendwie und dann Apfelsaft, Tomatensaft. Man muss ja die Stunden rumkriegen, ne? Mineralwasser und komme irgendwie steig am Flughafen aus. Und das Erste, was mir entgegenkommt, ist eine, ich glaube, es war eine Dame in einem Tigerkostüm mit so einem 2 Meter langen Schwanz. Und ich dachte nur, das wird doch nicht ein Scherz meiner Redaktion sein oder so. Und irgendwann dachte ich, Rosenmontag, völlig. Ja. Du kriegst ja drüben wirklich nicht mit. Ich muss jetzt, ich mache mir wahrscheinlich in Köln keine Freunde. Ich bin nicht so ein. Das ein ist okay, Nadel, da sind die Kölner sehr tolerant. Aber es, wenn es nicht vom Hälse kommt, hat es eigentlich keinen Wert. Ja, das ist so. Aber bist du durchgekommen und. Ja, war alles okay. Letztes Mal haben wir ja schon darüber gesprochen, dass du ja wirklich in einer Ecke wohnst, wo sehr viele Stars, Filmstars wohnen in Beverly Hills. Und jetzt ist es wirklich, weil du hast meinen Lieblingsschauspieler Robert De Niro kennengelernt. Ja, da, ich glaube, da sind wir beide Fans von. You talk to Bobby. Also es ist, passiert mir ganz selten, dass ich so wirklich Herzklabaster kriege und flattere. Wie war es? Lass nicht los. Ich sitze in einer Hotelhalle mit einem Freund von mir. In Los Angeles? In Los Angeles, im Chateau Marmont. Kein Wachmann belästigt nichts, alles okay? Alles friedlich, irgendwie richtig Nachmittagsteestimmung. Kein deutscher Entertainer da. Trinken Kaffee. Nein, trinken Kaffee und denkt die ganze Zeit, das darf doch nicht wahr sein. Da sitzt doch der Niro am Tisch. Und hatte er den Pferdeschwanz, wie er es manchmal privat hat? Oder ja, so? Er hat ihn ja so ganz glatt nach hinten, so hinten gerade. Und ich konnte praktisch meinen Kaffee gar nicht fertig trinken. Und der Freund, der bei mir sitzt, sagt, pass auf, ich habe eine Idee. Wir warten jetzt einfach, bleiben hier ganz unauffällig sitzen, warten, bis er geht. Dann habe ich eine Überraschung für dich. Dann ist dann der Niro irgendwann auch gegangen. Dann tut man natürlich so, als wäre nichts. Cool. Und schaut, war er allein oder mit einer 13-Jährigen? Nee, war allein. Ja, du merkst, dieser nahtlose Schauspielunterricht. Auf jeden Fall, dieser
dieser Freund von mir ist ein Künstler, der lange in der Schweiz mit dem Daniel Spörri gearbeitet hat. Der macht so Sachen wie, es essen irgendwelche berühmten Menschen an einem Tisch und dann fixiert er das alles und hängt es dann als Bild an die Wand sozusagen. Verstehe. Weißt du? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Tableau Pierre. Das nennt man, glaube ich, Tableau de Cocteau-Cacchus. Auf jeden Fall, der Freund von mir, Philipp, läuft rüber zu De Niros Tisch, wo De Niro saß, nimmt den Aschenbecher von De Niro, wo noch die Kippe so oben drauf liegt und die Asche und bringt die so rüber und sagt, das fixiere ich dir. Und wir sind andächtig, du wie mit einer Urne sitze ich im Auto, halt diesen Aschenbecher von De Niro, fahr nach Hause, bloß kein Wind, kein Hauch, damit die Asche drin bleibt. So, sind zu Hause, er präpariert mir das mit dem ganz besonderen Kleber-Ding, wir lassen das trocknen. Und so thront also dieser Aschenbecher von De Niro bei mir mitten auf dem Wohnzimmertisch und ich stehe mal andächtig davor. Zwei Tage später komme ich nach Hause, gehe in die Küche, dreht sich meine Putzfrau um und sagt, also so eine Kippe habe ich noch nie so schwer aus dem Aschenbecher rausgekriegt. Ich bin noch mit dem Speichel von dem Niro dran. Nein, praktisch mit einem kleinen Messer und war ganz stolz, dass es ihr gelungen ist, diese verkrustete Kippe. Stell dir vor, du hättest mit ihm gesprochen. Und dann dachte ich, halt, soweit meine Kippe, jetzt habe ich wieder nichts mehr von mir. Vielleicht irgendwann mal eine von Al Pacino oder so. Du. Stehst du auf Al Pacino? Er auch, ja. Wobei De Niro ist schon mein. Ist noch einen Zacken irgendwie, zu. Ja. Ja, ich gebe es zu. Deine Putzfrau ist Amerikanerin, Mexikanerin, wo kommt sie her? Ist aus Salvador. Salvador? Ja, ist aus Salvador. Und ist das dieselbe, die sich auch um deinen kleinen Sohn Lenny kümmert? Lenny vom, ja. Das heißt, la blamos española con el bebé? Es ist so, dass sie, es ist so, dass praktisch der Harald, mein Mann und ich, also ab und zu schon uns überlegen, was will der Kleine jetzt haben. Also, der spricht im Moment mehr Spanisch als Deutsch. Tatsächlich. Also hambre, comer, zapato, Die Schuhe, Pelota. Bei uns, der wird Fußballer, mein Sohn wird Fußballer. Was wirklich? Wird deine Tochter? Hast du schon Pläne? Ich weiß nicht, ich hoffe groß. Bei dem Vater brauchst du keine Sorgen machen. Das ist auch sehr Fußballer. Aber das ist Englisch, Deutsch und Deutsch-Spanisch. Deutsch-Spanisch. Ja. Englisch spreche ich gar nicht mit ihm. Nee, das verweigern wir. Aha. Ja, aber das wäre doch, wollt ihr nicht drüben bleiben in Nee, nicht so auf lange. Ach so, also nicht so auf. Ich denke mal, das kriegt er schon. Jetzt muss ich sagen, du hast also die Asche von De Niro oder seine Zigarette auf nach Hause gefahren. Ja, also, das ist die für mich. Die haben wir nicht einbalsamiert. Ja, die Asche, wirklich. Und dann hast du noch etwas Wahnsinniges erlebt. Du warst mit Birgit Schrowange in der Serengeti. Das ist ziemlich wahnsinnig, Das ist ja irgendwie, schläft man da nicht zwischen Skorpionen mitten auf dem also, Boden? Also, da muss ich eins zu sagen. Ich bin, denke ich mir immer schon, ziemlich mutig. Ja. Aber Birgit, mit Birgit was unternehmen, ist unfassbar. Birgit hat ja vor nichts Angst. Ist das so? Und mein Ding war ja so, okay, Serengeti, Löwen, kein Problem, mache ich alles mit. Was mir immer im Magen lag, war diese kleinen Maschinen, die ich habe ja Flugangst. Ja. Diese kleinen Maschinen, die man nehmen muss, bis man in der Serengeti ist. Birgit setzt sich ja praktisch mit dem Rucksack auf die Maschine, wenn es sein muss und man da auch noch drehen darf. Auf jeden Fall, wir sitzen in der Maschine. Ich sage vorher schon noch zu Birgit: Birgit, ich bin eine Mutter. Ich bin wieder nach Hause. Ich habe Flugangst. Wir sitzen in dieser kleinen Maschine. Das Ding geht los. Birgit sitzt neben dem Flugkapitänin, fängt an, aber so es war ein Pilot, schickern. Ja, schickern, Ding, macht schön. Ich denke immer schon, die wird doch jetzt nicht anfangen zu flirten mit dem Typen. Aber gut, sitzt hinten so. Christian Anschli, mein Redakteur, wurde auch schon leicht blass, weil es ging natürlich so, es waren noch Winde. Dann sehe ich so die Uhr vorne und es blinkt rot. Und ich sage, oh, why fuel stand da? So viel versteht man ja dann. Und sage zu dem Piloten, ich sage, excuse me, is this normal? Der ist auch alles so laut, sagt er. Guckt auf die Uhr, sagt, crazy, Computer crazy, no problem, Computer crazy. Der Afrikaner. Und ich denke, oh mein Gott. Ja, und dann Birgit, gell? So, ich sag dir, es musste unten nur ein Zebra, und davon gibt es nun da unten Hunderttausende, oder ein Gnu, es wuselt nur vor Gnus. Ja. Bei jedem Gnu, die Birgit, ein Gnu! Und der Kapitän, ja! Schön. Dann sind wir nach
dem Hinflug haben wir uns dann geeinigt, dass wir in getrennten, das war dann die Bedingung, getrennten Maschinen zurückfliegen. Dann konnte dann die Birgit Loopings machen und ich bin dann mit dem anderen Piloten ganz normal wieder. Ich kann es nachempfinden. Ich werde nur, mir wird schon schlecht, wenn ich nur so ein kleines Flugzeug von Fernsehen sehe. Ich hoffe, es kommt kein Zebra, kein Licht, wie gar keine Tiere mehr sehen in der Serengeti. Desiree, das war sehr schön, dass du nach über einem Jahr und dass es überhaupt möglich war, dass du nach über einem Jahr noch mal hier bei uns vorbeischaust. Dass du mich überhaupt noch willst? Nein, das weißt du doch. Ja? Ich wünsche dir alles Gute, auch mit deinem Sohn Lenny. Danke dir auch. Und wir freuen uns, wenn du wiederkommst und vielleicht nächstes Mal noch näher an De Niro oder Al Pacino. Oh, das wäre was. Ich werde berichten. Alles Gute. Danke dir. Danke dir. Desiree Nosbusch. Ich habe Ihnen versprochen, es gibt eine kleine Sensation, wenn wir wieder hier sind. Und ich bin entsetzt und erschreckt über mich selbst. Es war eine von diesen sinnlosen Floskeln, die nichts bedeuten. Ich möchte mich dafür bei Ihnen entschuldigen und jetzt wirklich Sie in die Hochwelt des Geistes entführen. Paralipomena. In der Liebe wünschen wir beim anderen nicht den Determinismus der Leidenschaft und auch nicht eine unangreifbare Freiheit, sondern eine Freiheit, die die Determiniertheit durch Leidenschaft spielt. So weit küt vom Hetze.